Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Heute eventuell mit einer etwas kürzeren Folge, aber mit einem sehr coolen Monster, welches ihr sogar in diesem Bild schon erahnen könnt. Aber gucken wir mal, denn es wird ein Low-Rank-Monster, welches wir machen, was ich aber erst vor kurzem freigeschaltet habe. Und das nehmen wir hier an. Und das ist... Trommelwirbel, Low-Rank, ein Kirin. Es ist ein Drachenältester in Low-Rank und wir gucken uns den mal an. Es ist ein super, super, super cooles Monster. Ich glaube, der ist eher hier oben. Deswegen wird die Folge wahrscheinlich heute nicht ganz so lang. So 10, 15 Minuten schätze ich eventuell. Möglicherweise, je nachdem, wie ich mich jetzt hier anstelle natürlich. Aber das ist auch okay. Dann haben wir noch, wir haben mindestens nach dem hier, ich überlege als, noch zwei Monster vor uns, die ich machen möchte mit euch, bevor wir dann wirklich zum Ende gehen. So, ich werde jetzt trotzdem hier noch was essen. Es kann sein, dass es am Ende noch mehr Monster werden, aber ich habe gerade noch zwei im Kopf, die ganz schrecklich sind. Das wird super. Deswegen auch mal nicht verkehrt. Ne, etwas habe ich nicht gegessen. Ach so, ich bin ja mit dem Horn hier. Ich bin doof. Ja, mein Horn ist ein bisschen... Da habe ich nicht so viel Leben. Und auch nicht so... Doch, Ausdauer ist, glaube ich, gleich hoch. Ich habe einfach nicht so viel Leben. So, ich möchte kurz wieder hier einmal den hier machen. Dann haben wir einmal... Jeden Winddruck negieren. Ach, wäre das nicht eben schön gewesen? Verteidigung hoch und dann den Rest machen wir dann dort. Kirin hat, glaube ich, auch eine richtig schicke Rüstung gehabt. Meine ich. Glaube ich. Möglicherweise. Wo finde ich die nächste Spur? Ich glaube, wenn ich weiter nach da unten gehe. Ich glaube, hier müssten noch mehr sein in die Richtung. Gucken wir mal. Hier müssten irgendwo Haare sein oder so. Zumindest in der Legiana-Quest, als ich Legiana gefarmt habe. Gab es hier immer ganz gut Spuren. Irgendwo hier wird er auf jeden Fall rumlungern. Wir nehmen mal ein paar Steine mit. Und gucken mal, ob wir ihn finden. Das wird jetzt ein bisschen... Weiß ich nicht, ob wir viel Zeit jetzt hier verbrauchen. Verbummeln? Nee. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich kann kein Deutsch mehr. Ist hier unten vielleicht eine Spur? Ist hier unten vielleicht mein Monster, was ich suche? Da. Da. Da haben wir Fell. Ich mag Kirin auch dafür, dass man den super gut beobachten kann. Das ist kein aggressives Monster. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich könnte jetzt auch wieder Quatsch erzählen. Aber ich glaube, Kirin ist einfach generell ein sehr cooles Monster. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich sehe jetzt hier in der Richtung schon mal wieder gar nichts. Hallo? Bist du hier? Nö. Wir nehmen mal noch ein bisschen Erz mit, wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, ich... Ach, da ist er doch! Guck mal! Wo kam der denn jetzt her? Aber ja, wir sind da. Ist es nicht schick? Ist ein Pferdchen. Und wir gucken mal. Ich denke mal, der wird uns jetzt raus schreien. Nein? Oh, er wird uns raus gedönsen. Egal. Wird schon. Du bist low rank. Du kannst mir ja gar nichts anhaben. Keine Ahnung, ob Feuer jetzt so die richtige Wahl war. Ich werde es merken. Ah, ist ein hübsches Pferdchen, oder? Guck doch mal. Sehr elegant. Ah. So, dann einmal nochmal. Darf ich? Gut, meine Verteidigung ist oben. Jetzt kann er mit mir machen, was er will. Upsala. Ich wollte den hier machen. Dann einmal den hier. Dann einmal den hier. Und dann einmal den hier. Ah. Du triffst mich nicht. Den gibt es auch noch mal in sehr schwer später. Ich glaube, der hat eine relativ hochrangige Quest sogar. Ich bin mir nicht sicher.
Aber da hatte ich ja schon gesagt, dass bei allem, wo man einen sehr hohen Rang braucht, dass ich das mit meinem anderen Charakter machen werde. Wenn das klappt, wenn das alles geht, wie ich das will. Ne? Müssen wir halt mal gucken. Alles, was geht, zeige ich euch. So gut ich kann. Oh! Ja, du legst dich nochmal hin. Ja, ich denke mal, der braucht nicht so lange, ne? Seht ihr selber? Der wird relativ schnell down sein. Wir werden ihn aber auf jeden Fall später wiedersehen. Den müssen wir nochmal für eine sehr besondere Quest auch machen. Ich weiß nicht, ob das die sehr hochrangige Quest war. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber das ist eine sehr coole Quest, die da kommt. Da geht es nämlich auch um einen besonderen Kirin. Der hat eine Besonderheit. Und das wird alles super cool. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe sehr viel Spaß an dem allen gehabt. Oh, nochmal auf den Kopf, bitteschön. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas kaputt machen können. Vielleicht dein Horn, wenn es klappt. Ich weiß nicht, wie krass dein Horn ist. Das muss ja bald mal abfallen, oder? Oh. Ach, komm. Ja, wunderbar. Diesmal hab's richtig gemacht. Es ist kaputt. Sehr schön. Das sieht aber schon ein bisschen gruselig aus. Ne? Also ich finde, Kirin ist so hübsch, aber das Gesicht ist zum Teil ein bisschen gruselig. Wenn man sich das so genau anguckt. Und er geht. Humpelst du? Er humpelt schon. Seht euch das an. Wir nehmen nochmal Fußspuren mit. Wir nehmen nochmal Drachenkapseln mit. Wie gesagt, das wird eine kürzere Folge, das habe ich mir schon gedacht. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir gucken uns ja dann auch nochmal die Rüstung an. Weil optisch war die, glaube ich, cool. Ich glaube, ich hatte mir die immer als Deko-Rüstung auch gemacht. Weil die ultra cool war. Ich glaube, die hat mir gefallen. So, erstmal gehen wir ihm hinterher. Ich glaube, der hat denselben Platz zum Schlafen wie Legiana. Das heißt, wir müssen, glaube ich, ganz nach oben. So, vielleicht schaffen wir es noch ein Level zu steigen. Das wäre ultra cool, dass wir da ein bisschen mit der Forschung vorankommen. Ein bisschen fehlt noch, ein bisschen. Der legt sich gar nicht schlafen, ne? Der rennt da irgendwo rum. Keine Ahnung, was er tut. Der wartet nur auf mich. Er wartet nur auf mich. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ich benutze jetzt keine Käfer, weil Gründe, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht mal sagen. Ich habe vergessen, dass sie existieren. I'm sorry. Den kriege ich nie. Oh, jetzt habe ich ihn. Yay! Nee, der pennt doch jetzt da oben. Ich habe keine Ahnung. Hab ich hier? Nee, den wollte ich nicht nehmen. Ach, den wollte ich nicht nehmen. Oh, das hat aber geklappt. Fragt mich nicht, wieso. Ja, der ist jetzt oben. Okay. Hupsala! Dranwerfen. Die letzten Meter hinterher. So. Und dann überlege ich, was wir in der nächsten Folge machen. Schläfst du? Ja. Jetzt gucken wir mal, wo er sich hinstellt. Reicht das? Nö, ne? Nö. Ist okay. Die Wände sind nicht so nah hier. Ist auch ein ganz schön. Den gibt es auch teilweise in sehr groß. Ich glaube, der ist noch relativ klein. Ich weiß, dass der auch sehr groß sein kann. Ich habe da sehr große Kirins schon in Erinnerung. Die dich halt wirklich haushoch übertreffen von der Größe. Und da war er fertig. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wie gesagt, es war ein Low-Rank. Das war mir klar, dass der nicht so das Problem wird. Auf High-Rank oder G-Rank ist er natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Das könnte man sich vorstellen. Gerade sowas wie Blitz- oder Elektroattacken sind richtig gemein. Da treffen wir auch noch auf ein Monster. Da bin ich sehr gespannt, wie ich mich irgendwann schlage, weil der so auch meine persönliche Schwäche ist. Ich habe immer Probleme gegen ihn. Deswegen warten wir da mal ab. Ihr werdet es erfahren, wenn wir soweit sind. Aber erstmal gucken wir uns unseren Loot an.
So, was kriegen wir denn? Nicht ganz so viel. Lederhaut, Donnerhorn, Mähnen, Korallenkristalle und ein Donnerhorn noch. Mal gucken, was wir damit anfangen können jetzt gleich in der Schmiede. Palico ist Stufe 24. So. Hey, Partnerin. Nein, nein. Willst du wirklich auf die Quest des Admirals gehen? Gleich. Gleich. Gleich machen wir das. Genau, Schmiede. Ich würde jetzt... Natürlich, hätte ich kein Problem damit, jetzt noch ein Monster zu machen, aufgrund der kurzen Folge. Aber ich weiß, dass ich für die beiden Monster, die noch auf meiner Liste stehen, doch wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauche. Und dann mache ich da lieber eigene Folgen für. Das finde ich irgendwie schöner. So, wir gucken uns die Rüstung an, die ist Low Rank. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal, das gibt's auch noch in Low Rank. Hatten wir uns das nicht angeguckt? So, und das ist das Set. Es ist, ich liebe es. Es ist so schick. Mit der Frisur und dem Horn. Es ist einfach toll. Was kannst du denn? Marathon, göttlicher Segen. Ja, nicht so das Ding, aber sie ist echt hübsch. Sie ist echt hübsch. Ich glaube, bei Waffen bringt uns das jetzt auch gar nichts mehr. Müssen wir mal gucken. Gibt es eine Kirin-Waffe? Ich glaube ja schon. Ja, stimmt, die gab es. Die hatten wir sogar schon gesehen. Die habe ich sogar hier freigeschalten. Die sieht auch cool aus. Ich meine, die meisten Waffen sind jetzt im Low- und High-Rank echt hässlich. Die werden im G-Rank jetzt, also in Iceborne, erst richtig cool auch optisch. Guck mal, wir bräuchten nur einen Donnerhorn und dann könnten wir uns das machen. Die hat halt echt viel Donner. Und da wird's dann, da brauchen wir halt wieder die besseren Sachen, ne? Da wird's dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber die ist eigentlich echt hübsch. Aber die hatte ich mir damals, glaube ich, auch nie gemacht. Aus Gründen. Aus Gründen, weil ich das Ding halt schon hatte. Glaube ich. Ich weiß es nicht mal. Ich weiß es nicht. Ist okay. Hatten wir, gibt's eigentlich ein Horn? Gibt's ein Kirinhorn? Ich und mein Gedächtnis. Tatsache. Ja, das ist ziemlich hässlich. Das ist ziemlich hässlich. Ich habe aber noch gar keine Donner, kein Donnerhorn. Das Schöne. Donnerhorn, Donnerhorn. Genau, es gibt ja das Donnerelement. Ah, das fand ich ja auch nicht so geil. Mäh. Was konntest du? Mäh. Stimmt, was? Warte mal. Das gucke ich jetzt noch. Was kann das Ding für Melodien? Zeig mir deine Melodei. Ja, nö. Ja, nö. Ist okay. Ich finde meine Hörner super. Die habe ich nie weiter verbessert. Ist okay. Wir haben eigentlich ganz gute Waffen. Wir haben 2 Hörner. Wir haben 5 Gläfe. Ist schön ausgeglichen auf jeden Fall. Nee, irgendein Horn will ich mir noch machen. Stimmt, ich wollte mir das Dämonio-Horn machen. Dann haben wir 3 Hörner und 5 Gläfen. Das sieht schon mal dann viel besser aus. Genau, das habe ich auf der Wunschliste schon. Da ist es. Ich habe nur noch kein Dämonio seit dem letzten Mal gemacht, weil ich keine Zeit hatte. Das mache ich dann wieder irgendwann zwischendrin, wenn es mal klappt, zeitlich. So viel brauche ich von ihm nicht, das wird schon passen. Und dann haben wir nämlich noch das Dämonio-Horn, weil es ultra krass cool ist. Einfach nur deswegen. Und es hat Drachenelement, was auch ziemlich cool ist, was sehr wichtig ist. Und deswegen machen wir das. So, warte. Ich wollte mein Palico noch gucken. Und so ziehe ich die Folge einfach ins Längere. Perfekt. das Todesset hier nochmal. Ja, guck mal. Es ist so süß. Es ist so süß. Ich liebe das, aber leider zu schwach. Zu schwach? Wir bräuchten den High Rank. Den haben wir aber nicht. Haben wir? Nee, wir haben den jetzt auch nicht im High Rank, oder? Haben wir den im High Rank? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich guck mal durch. So, die nächste Quest, oder eine der nächsten Quests, die wir machen, die sehen wir hier. Ich glaube, den mache ich auch als nächstes eventuell. Den seht ihr dann vielleicht schon in der nächsten Folge, den guten Basil. Weil das andere Monster, was noch fehlt, das muss ich erst entdecken. Ich bin noch nicht diesem Monster begegnet bisher. Ich muss es suchen gehen, damit wir die Quest freischalten. Aber gut, dann wahrscheinlich in der nächsten Folge Basil Goose. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.